Hallo Erzählfreunde, ich wollte euch mal zeigen, wie man ein DF Models Street Racer Onroad-Fahrzeug ganz schnell als Buggy umbaut. So. Dazu nehmt ihr mal die Karosserie ab. Als erstes schraubt ihr hier den Bumper ab. Von vorne. So. Dann macht er die Karosseriehalterung hinten ab. Ist alles schon vorbereitet hier. Schraube los, rausziehen. So. Und da habe ich zwei Halterungen dran geschraubt für einen Heckspoiler, wenn man das hier gut sehen kann. So. Das war das eine. So, und nun habe ich hier eine 1 zu 10er Karosserie von einem Rilly Rockhard genommen. Hatte gut gepasst. Mit Klettbänder versehen. Auf beiden Seiten. Ja. Die lege ich dann einfach hier drauf. Klettbänder andrücken. Fertig. So. Dann nur noch den Heckspoiler drauf. Klammern rein und fertig ist der Buggy. Ach so, bevor ich es vergesse, die Stoßdämpfer könnt ihr natürlich an der Stoßdämpferbrücke tiefer setzen, so dass das Fahrzeug etwas höher kommt und mehr Bodenfreiheit hat. So, so sieht er jetzt aus. Bodenfreiheit müsste reichen. So, ruckzuck habt ihr einen Buggy aus euer Onroad-Fahrzeug. Weil immer mit demselben Fahrzeug fahren, wird nach der Zeit langweilig. Eventuell vorne noch mal einen Bumper dran bauen. Ansonsten, das war's. Bis zum nächsten Mal.